Es geht das Geläute von der Kirche auch schon wieder los. Das ist eine Schauerlinie, das sieht man. Weiß ich, was das ist? Ich habe keine Ahnung. Jetzt Donnert ist eine Schelfklaute, kleine. Die haben auch vereinzelt Gewitter gebildet, so viel ich weiß. Wenn du mit rauskommen würdest, wäre schön. Ich weiß nicht, was es ist, der Gewitterfallböe oder was? Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich, bemerken wir es. Das bisschen helle geht gleich weg, weil da Richtung Enste, also da hinten kommt es rüber. Ja? Erinnere ich an einen Tag, da gab es da auf der Seite auch eine kleine Gewitterwolke. Oder im Küchenfenster eine Schelfklaut, eine kleine. Die kam nicht richtig rüber und hat, dann kam nur der Regen rüber, ja? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Soll das Geläute jetzt? Wie viel haben wir? Nee. Weiß ich nicht, Baba. Na, die Kinder wussten schon, dass ich Aufnahmen mache vor dem Wetter. Deswegen kommen die auch an. Was machen? Wer das ist? Das sind die Mobberkinder mit dem Mädchen dabei, die hier aus dem Haus kommen. Und dann sind sie zu Besuch da. Den Namen kann ich nicht sagen, das ist kein Bock drauf. Ist, dass es da hinten wieder einen Grund gibt, Nachbarin. Das hier mit dem Kampfhund, da. Das ist ein schönes Tier, ne? Schöne Farbe hat der. Ich wüsste gar nicht, dass sie hier hochkommt mit dem Kampfhund. Aber der tut nichts, ne? Ist er lieb? Der ist sogar schon mal gestreichelt. Wann? Das war letztes Jahr, oder vor 2 Jahren. Ich hab den nicht gestreichelt, wo war ich denn? Weil du Angst hattest, ist weiter oben gestiegen. Ich hab den nicht gestreichelt, wo war ich denn überhaupt? Neben mir? Das weiß ich nicht mehr. Mama, ich weiß es nicht mehr. Der Hund ist so lieb. Mama, ich bin nicht. Hör mal, dann hätten wir den Hund auch nicht. Dann hätten wir den Hund auch nicht mehr, wenn er riesig wäre. Jetzt sag ich dir die Wahrheit, das ist kein Kampfhund, das ist eine kleine Dogge. Das ist Pitbull? Nein, Pitbull, nein. Das ist eine. Das ist, nein, das ist eine Doggenart. Das ist einfach nur eine Doggenart. Ein Kampfhund ist das nicht in meinen Augen. Und noch was, ich vergesse es dafür, ich bin doch nicht so schlau. Es geht jetzt los, ne? Wenn es blitzt, stellst du dich bitte an der Wand. Weil das da sieht wie eine Gewitterzelle aus. Hinterm Regen, das sind, glaube ich, die Gewitterwolken. Oh, die gibt mir so. Ja. Die armen Tierchen. Die werden im Regen nass. Ich habe sie jetzt trotzdem mit drauf. Wobei denn. Ach, das eine Video, das ich gar nicht löschen brauche, wo das bisschen, wie nennt sich das Gewitter drauf war, das Donner, vor links der Donner drauf war, ein bisschen Gewitter, ne, wo die Amsel hochgeflogen war, ne? Aber da war aber die Musik mit drauf gewesen. Ja, ich hätte es aber auch stumm machen müssen, ehrlich gesagt. Keine Lösche brauche ich, das habe ich gelöscht, da war ein bisschen drauf.
Komm doch mal hier runter auf die Stangen, hier. Dann können wir die fotografieren. Diese Wanderfalke. Sehen? Eine Wanderfalke. Du siehst bei dem Wetter keine Melane. Ich denke, so kalt und nass. Nee, die können bei dem Wetter nicht fliegen. Mhm. Da, das sieht sich immer mehr zu. Es kommt kein Hell, es kommt kein blauer Himmel. Da hinten kommt der feste Regenschauer. Wer das feste Regenschauer da hinten, siehst du ja, ne? Mhm. Da kommt Gewitter. Das wird sowieso nichts, ey. Kommt wieder nichts.
Die da, die hat Zwillinge, das sieht man. Die hat Zwillinge. Das saßen zwei Kinder drin, die hat Zwillinge. Mhm. Ja? Das haben wir bei ihrem Bauch gar nicht. Nee, ne? Ja, komm doch an, vielleicht ist es zu früh. Weiß es nicht, das waren Zwillings, nennt sich das, ja, Buggy. Ja, gibt es. Das waren Zwillinge, zwei Jungs hat die gekriegt. Ja. Sag mal, das älteste Kind braucht kein Buggy mehr. Nummer 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Das wird im Fall auf der Pur, haben wir schon mal mittlere geguckt. Da lief damals RTL 2 oder Tele 5, ich weiß es nicht. Mhm. Das war 2008. Mhm. Ja, da gibt es hier ein schönes Anselkonzert, echt. Jetzt sieht es sich komplett zu, jetzt geht es gleich richtig los, zur Sache. Wer das Gefühl hat, dass es gleich noch windig wird. Oh, es gibt auf die Nerven. Das machen die extra, ey. Wo sind meine Araberkumpels? Das sind nicht da, ne? Ne, bleib an der Treppe stehen. Das ist ein Mädchen oder Jungs? Ich kann das nicht. Danke, die wollen mich erkennen. Nein, das sind Mädchen. Das sind nur Mädchen. Jungs sind das Schlimmste. Jungs sind das Schlimmste. Ja, die müssen nach Hause. Mhm. Das war natürlich eine Spazierige, die schon mal hier war. Als Kind, mit 4 Jahren. Und die auch mit einem, die hier gewohnt hat, befreundet war. Jetzt nicht mehr. Nur die Seite da hinten und nichts mehr. Es kommt noch mehr rüber. Scheiße. Ja, der Berg muss ja schon an. Ja. Ich sag nur eins, wenn das der Schelfklot ist und ich stehe hier und ahne nichts, ne? Ich habe jetzt vorhin gesagt, Schauerlinie. Würde wäre geregnet ja schon, aber nicht hier.
Hm, da hinten ist das eine Trichter, da? Nein. Gut. Sieht aber so aus. Der wird immer länger da hinten, der Stich da hinten. Nein. Doch. Doch, da hinten. Nee. Weiß ich jetzt nicht, was es ist. Könnte Gusnedo sein oder sowas. Das wird gleich richtig lustig. Das hat man schon mal in April aufgenommen, so was, so ein Front. Da kam hinter der ganze Wind und Donner und so. Da hat sie aufgelöst, war kein Trichter. Wir hatten einen Tag doch 4 Stück gehabt, das Gewitter war. Leichte Funnelclouds und die haben sich aufgelöst sofort. Der Schauer kommt nicht richtig rüber, ne? Zehn, neun, acht, sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Der dritte Schauer, Meschede. Jetzt geht's los. Jetzt kommt der so richtig.
Wanderfalke. Geht es so richtig los. Also das ist für mich jetzt ein Katastrophenfilm, Meschede mit Regenschauer, Regenmeier, Gott, wo dabei nichts passiert, langweilig ist, und zeige euch mal den ganzen Ausblick, so sieht es aus. Ist ja herrlich, da passiert ja nichts. Wie langweilig. So, sag ich dir die Wahrheit. Das Fenster über die ganz unten Fenster. Da steht die ganze Zeit eine Person vom Fenster, da. Das mittlere Fenster, bitte links. Mhm. Da steht die ganze Zeit einer vom Fenster. Mhm. Das Unverschämtheit ist das. Da geben sie da ganz unten schon wieder einen Grund, unten links. Mhm. Hört doch nicht mehr wittig, ey, das ist Kacke. Ja. Das war halt eine Schauerlinie. Echt, ey. Gott. Kannst du bei mir bleiben, weil gleich wieder die Kinder kommen?
Der flog wieder ist auf Dach hoch, hast du gesehen? Links. Da unten kommt eine Nonne, guck mal. Hallo Nonne! Was? Schwarz-Weiß ist doch Nonne. Das war das Fenster ganz oben rechts. Die habe ich jetzt am Auf... Ja? Die habe ich jetzt im Aufnahmemachen gesehen. Schön. Gibt hier einen Grund dafür. Jetzt ist wieder Spaß von Gang. Echt. Mit dem Wetter. Nee, ich gehe jetzt gleich in eine Minute ran. Ich habe die Schnauze voll. Kannst du das nur aus ihrer Mutter sagen? Ist mir scheißegal. Die kann nichts. Die können uns gar nichts. Weil sie lieber hier wohnen, erstens. Da geht die Nonne. Tschüss, Nonne! Name des Vaters, Sohnes, Heiliger Geist, Amen. Was meckerst du mich an? Da werde ich dich jetzt auch am Meckern. Mit dir kann man es nicht recht machen, Mama.